Und los geht's. Und ganz links am Bildrand Elvira Öberg, die schnappt sich gleich die Ingrid Landmark-Tandrevold und gibt hier mächtig, mächtig Gas gleich zu Beginn aus dem Start heraus. Das ist schon so der erste spannende Moment, wie man da wegkommt in diesem Gewühle. Wichtig ist es, sich so einzureihen, dass man nicht in der Mitte oder gar hinten ist. Da hat man zu viel Ziehharmonika-Effekte. Ich muss langsam, ich muss schnell laufen und vorneweg kann ich ein gleichmäßigeres Tempo laufen. Bei den Frauen ist es üblicher, insgesamt schneller anzugehen. Also die Frauen kennen da weniger Rücksicht als zum Beispiel die Männer. Die sagen, ich kann da sowieso nicht wegstürmen, ich laufe da langsam. Also die Frauen, es ist immer spannend, wie die hier loslegen. Und Elvira Öberg sagt gleich, ich mache jetzt mal mein Tempo und kann mich aus allem raushalten. Ja, also gefolgt von Ingrid Landmark-Tandrevold, dann Lisa Vitozzi mit dabei, Justine Bresas-Boucher, die nach vorne geschossen ist im Weltcup von 9 auf 2 mit ihren beiden Siegen hier, die Französin im Sprint und in der Verfolgung. Aus deutscher Sicht drei Starterinnen, neben Franziska Preuß eben Vanessa Vogt und auch Janina Hettich-Walz ist hier mit dabei mit einer guten Woche, ja. 12. im Sprint, 8. in der Verfolgung ihrer Saisonbestleistung. In guter Laufform hat sie sich hier in Lenzerheide präsentiert. Ah, und da haben wir einen Sturz von einer Schwedin gesehen. Die Nummer konnte ich jetzt nicht erkennen. Anna Magnusson mit der 20. Anna Magnusson war es und ein Stock ist gebrochen. Das kommt eben vor in diesem Getümmel. Da kommst du mit der Kante eines Skis an den Stock der Konkurrentin und zack ist er ab. Die halten sehr viel Druck aus, diese Stöcke, aber ein Schlag an der Seite mit einer Kante, da sind sie sehr empfindlich. Im roten Trikot Julia Simon, die Wertung des Massenstarts im vergangenen Jahr gewonnen hat. Ganz vorne die Frau im blauen Trikot, die sich von Rennen zu Rennen gesteigert hat in Östersund. Lief es für die junge Schwedin Elvira Öberg noch nicht so gut, aber mittlerweile ist sie wieder on top. 4. im Gesamtweltcup. Und hier am steilsten Anstieg kommen wir in so eine Situation, dass da hinten eventuell einen Ziehharmonika-Effekt ergibt. Sie kommen aber alle, bleiben alle im Laufen, das ist wichtig. Und vorneweg geht es am einfachsten, wenn hier rauf ist überhaupt nichts einfach an diesem Anstieg. 12,5 Kilometer die Gesamtstrecke, 5 Runden sind zu absolvieren, a 2,5 Kilometer. 4-mal wird geschossen, 2-mal liegend, 2-mal stehend. Also das ist wirklich die Königsdisziplin. So eng beieinander in direkten Duellen das Ganze. Und die Besten ihrer Zunft vorneweg. 4 Französinnen haben wir mit dabei, 5 Schwedinnen, 5 aus Norwegen und eben die 3 Deutschen. Ja, nicht mit hier, Hanna Kebinger erkrankt. Sophia Schneider ist nach Hause gereist, auch sie konnte hier nicht mittun. Anna Weidel ebenso und Selina Grotian, die Jüngste im Team, konnte sich für diesen Massenstart hier nicht qualifizieren. Das war auch nicht der Anspruch, sondern sie soll nach wie vor Erfahrung sammeln im Weltcup-Zirkus. Und jetzt nähern wir uns schon langsam der Abfahrt. Diese Abfahrt, vor der wir doch ein wenig Respekt haben. Diese kleine Schnapper da noch hoch, Julia Simon jetzt vorne. Wenn da alle gleichzeitig reinfahren wollen jetzt gleich, dann wird es eben eng. Und da braucht es auch ein bisschen Glück, dass du da durchkommst. Ja, und deshalb wahrscheinlich auch taktisch Julia Simon da vielleicht nach vorne gegangen, um da sich rauszuhalten, ja. Vorne weg zu sausen. Jetzt den Schnapper hoch. Laufen sie doch zu zweit, zu dritt nebeneinander. Etwas Disziplin ist jetzt tatsächlich vom ganzen Feld gefragt. Es ist ja niemandem gedient. Aufmerksam bleiben. Christian Mehringer hat es gesagt im Interview davor. Schwer machen auf dem Ski. Julia Simon also da vorne, hinten mit der 2. Justine Bresas-Boucher. Links das gelbe Trikot. Mit der Startnummer 10 hinter Tandrevold im Übrigen Lou Germonneau, die Französin, die ja auch an Corona erkrankt war, hier den Sprint und die Verfolgung auslassen musste. Nach ihren 2 Siegen in dieser Saison. Aber hier den Massenstart, den lassen sie sich dann doch nicht ergehen, wenn es irgend geht. Ja, hat man Hanna Öberg gesehen, wie sie kurz zur Seite geblickt hat. Man ist natürlich immer darauf bedacht, sich im Feld eine Position zu schaffen, die einem heile Stöcke lässt und keinen Sturz bringt. Also da muss man schon aufpassen. Und sie laufen nicht sehr schnell, sonst würden nicht so viele
nebeneinander laufen. Und da haben wir Franziska Preuß mal im Bild zurückgekehrt, wirklich mit absoluten Top-Leistungen nach ihrer Corona-Erkrankung, hat ja richtig fest im Bett gelegen, siebte im Sprint, vierte in der Verfolgung. Und was ist heute möglich in dieser Disziplin, die ihr so liegt? So. Jetzt wird's spannend. Alle hintereinander, niemand nebeneinander, das ist schon mal gut. Disziplin im Feld ist gefragt. Die Geschwindigkeit hier sehr hoch, man sieht sehr schön. Es dürften so 55 km/h sein, die sie im Augenblick drauf haben. Und jetzt geht's da in die Kurve. Öberg hält Abstand zur Julia Simon. Das ist dann der Griff eben an den Stock der Frau vor ihr. Und jetzt dieses Umtreten hier. Tiefer Hocke, Julia Simon, Restbleib innen geblieben, haben wir die Tage schon ganz anders gesehen, da ging es oftmals in Richtung der Bande. Ja, scheint momentan alles gut gegangen zu sein, jetzt vorbei an der Haupttribüne. Gut gefüllt heute, ein paar tausend Zuschauer sind hergekommen bei diesem herrlichen Wetter, um sich die beiden Rennen hier anzuschauen heute. Zum Abschluss des ersten Trimesters. Danach geht es dann in die Weihnachtsferien, auf die sich alle freuen. Beim Einlauf in den Skistand, zumindest auf den ersten Bahnen, kein Wind. Also diese Position der Windfahnen ist allen am liebsten. Jede nimmt die Bahn ein, deren Nummer sie trägt. Sodass hier bei gleichzeitiger Ankunft es nicht zum Durcheinander kommt. So, Franziska Preuß, die Scheiben, die fünften von unten, ein Stück weiter oben die von Vanessa Vogt. Und Janina Hettich-Walz müssen wir ein bisschen beobachten im Computer. So, Elvira Öberg muss in die Strafrunde. Franziska Preuß, vierter Treffer, jetzt auch die fünfte Scheibe getroffen. Und Vanessa Vogt, ebenso wie Knotten vor ihr, auch wie Totzi, hat alles getroffen. Arne Kleif, also da sind schon ein paar recht gute, aber Sie sehen auch das gelbe Trikot, biegt da ab in die Strafrunde. Auch Janina Hettich-Walz mit einem Fehler, der letzte Schuss, glaube ich, war es, der ihr da daneben ging. Schade. Also die ersten 12 Athletinnen, so im Bereich von 10, 11 Sekunden. Schauen wir nochmal hin auf Franziska Preuß. Ah, etwas Glück mit diesem Treffer tief, aber insgesamt kein Randtreffer dabei. Und das ist der Fehler von Ingrid Landmark-Tandrevold. Dann sind wir bei Lisa Vitott, bei Justine Bressas-Boucher, die Führung übernommen hat. Alles getroffen, 0,6 Sekunden dahinter Mona Bronson aus Schweden, dann Lynn Persson, zweite Schwedin Lucia Monod auf 4. Franziska Preuß auf 6, 6,5 Sekunden hinter der führenden Französin auf 11. Vanessa Vogt auch nur 10,9 Sekunden zurück. 15 Athletinnen haben ja alles getroffen. Der Rest musste abbiegen in die Strafrunde. Janina Hettich-Walz an 20 zurückgekehrt. 34,5 Sekunden ist da der Abstand zur führenden Justine Bressas-Boucher, die sich hier wirklich in einer tollen Form präsentiert. Beide Rennen bisher gewonnen. Schafft sie heute am Ende noch das Triple? Ist noch ein weiter Weg. So, an ihren Skienden Mona Bronson. Den Persson. Lynn Persson, genau. Mit der 15 ist Mona Bronson, ja. Genau. Die beiden Schwedinnen. Überraschen immer mehr. Also, die sind läuferisch am Anfang der Saison noch nicht so stark gewesen, sind auch als Läuferinnen nicht so bekannt, aber jetzt kommen die immer besser in Form und Lynn Persson ist ja eine ausgezeichnete Schützin auch. Der müsste ja so ein Massenstart auf den Leib geschrieben sein. Ja, Justine Bressas-Boucher, die junge Mama, die zurückgekommen ist. Die Französinnen insgesamt immer besser geworden jetzt. Hier in Lenzerheide wirklich in absoluten Topform. Auch Julia Simon, die ja Zweite war in der Verfolgung. Und läuferisch überzeugend momentan die Estin Tomingas. Von Rennen zu Rennen immer wieder mit sehr, sehr guten Laufzeiten. Die hat einen deutlichen Schritt gemacht in dieser Saison im Vergleich zu den letzten Jahren.
Franziska Preuß verliert ein wenig auf der Strecke, 4 Sekunden auf die Spitze, musste sich auch überholen lassen. Hier das gelbe Trikot, in der Nähe gleich auch das rote vor ihr. Julia Simon, Ingrid Landmark, Thunderbolt. Da werden die Trefferbilder angezeigt, die Informationen, ob eventuell was zu verändern ist. Denn es wird ja noch gleich ein zweites Mal im liegenden Anschlag geschossen. Die schnellste Frau im Feld, Anna-Maria Lampic aus Slowenien. 2 Strafrunden hat sie geschossen. Ihr erster Massenstart, darf man nicht vergessen, die Spezialistin, die umgestiegen ist, zum Biathlon gekommen ist. Absolute Top-Laufzeiten im gesamten Feld am Schießstand. Da muss sie noch einiges lernen. Sehr viel 1-1er-Technik, die hier gefordert wird auf dieser heute doch schnellen Strecke. Auch die Linie ist immer zu beachten. Wie laufe ich? Laufe ich immer in der Innenbahn oder nehme ich mal Schwung und komme von außen rein? Das sind alles so Dinge, die vorher natürlich abgestimmt werden. Hier zum Beispiel gilt es auch achtsam zu sein, dass die Norwegerin Knotten ja, zusammen mit Preuß da nicht zusammenstößt. Justine Bressas-Boucher im Übrigen ja die Olympiasiegerin in dieser Disziplin im Massenstart. Entspannt hinziehen und Abdruck merken, jawohl. Dann lässt er vielleicht eine bei tief, gell? Sonst gut geschossen, genau. Hängt die da ruhig rein, geht da rüber ein bisschen rechts, dann und auf geht's. Na, Christian Mehringer, die Informationen da rüber gibt. Eine bei tief. Ja, eine ist so homöopathisch. Da haben wir Vanessa Vogt mal im Bild, ja. Mit der Startnummer 8. Im Augenblick auf Rang 13 ist 2 Plätze zurückgefallen nach dem Schießen. Ja, in einer sehr, sehr guten Schießform ja insgesamt. Alexander Ruder hat es gesagt, 110 Schuss in dieser Saison, jetzt sind es 115. Nur 6 Fehler insgesamt, also das ist schon ein absolutes Top-Ergebnis. Ja, gerade diese 5 Runden heute, 5 mal 2,5 Kilometer in der Höhe. Das letzte Rennen vor der Pause jetzt, das ist auch eine mentale, nicht nur eine körperliche, auch eine mentale Belastung. Da musst du schon wirklich alle Sinne bei dir behalten und zuversichtlich sein, denn es ist für alle schwierig. Alle sind müde und das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen, dass es den anderen auch nicht besser geht. So hart, wie sie ist. Das ist das, was wir immer wieder auch aus den Mannschaftsleitungen hören. Felix Bitterling hat das gestern auch noch mal gesagt. Es hilft nichts. Den anderen geht es ganz genauso. Und die Männer nachher noch im Massenstart haben 3 Rennen nacheinander an 3 Tagen. Bei den Frauen, die hatten 1 Tag Pause. Immerhin. Aber die Summe der Rennen von Beginn an, es ist das 4. Wochenende quasi. Also von wegen Trimester, da ist ja mittlerweile ein Opening quasi dazugekommen zu Beginn der Saison. Mit einem Einzel dann gleich in Östersund. Also das ist schon eine große Herausforderung hier zum Ende auf 1500 Metern circa. Und jetzt geht's rein hier. 2. Schießen, liegender Anschlag. Die Top 5, die wir hier sehen. Und da gibt es den Sturz von Mona Brorson. Die es da richtig raushaut. Irgendwas ist da. Ja, Schieß weg. Ja, Stock ist weg. Ja. Ah, der größtmögliche Unfall für eine Athletin. Sie war ganz vorne dabei. Das ist das, was wir befürchtet haben, was Laura und Sven auch gesagt haben. Wenn es mal Probleme gibt, dann an dieser Stelle. Und dann hat es richtig gescheppert für Mona Brorson. Da musst du alles wieder einsammeln. Völlig raus aus dem Rennen. Und wir sind bei Justine Bressas-Boucher. So, jetzt auch Franziska Preuß auf der Matte. Boah, Julia Simon gibt richtig Gas hier bei diesem Schießen. Preuß trifft. Simon ist weg. Oben auch die Scheiben von Vanessa Vogt. Preuß, 3. Treffer. Auch die 4. Scheibe fällt. Und erneut ein gutes Schießen von Franziska Preuß. Bleibt also mit im Rennen hier, Vanessa Vogt. 4. Treffer auch bei ihr.
Gutes Bravo. Schießen bei Vogt und Preuß. Lena Hettich-Walz am Schießstand, hat noch nicht begonnen, trifft den ersten. Und die Unterstützung des Publikums hier für Lena Hecki-Groß, ja, die auch alle fünf Scheiben abgeräumt hat. Ebenso wie Janina Hettich-Walz. Also die deutschen drei Athletinnen liefern hier ein gutes Schießen ab. Es führt Julia Simon, 4 Sekunden dahinter Arne Kleif aus Norwegen, dann Chauveau aus Frankreich, Tomingas aus Estland, Vitozzi, Brezaz-Boucher 10,1 Sekunden zurück und an 7 Franziska Preuß, das sind 11,1 Sekunden, an 10 Vanessa Vogt, 24,6 Sekunden und an 19 Janina Hettich-Walz mit 47,6 Sekunden. Die Windfahne sagt uns, dass Franziska Preuß hier keine Probleme hatte. Absolute Windstille und sie macht es hervorragend. Schießt in 30 Sekunden Treffer vor Zeit, ganz klar, denn eine Strafrunde, die tut einfach weh. Das sind 150 Meter mehr und die willst du dir natürlich ersparen, wenn möglich. Na, Sophie Chauveau, die wir hier mal sehen, die 24-jährige Französin, bislang noch nicht so glänzen können in dieser Saison wie so im vergangenen Jahr. Da war sie 4-mal unter den Top 8, das ist ja in dieser Saison noch überhaupt nicht gelungen, aber ich habe es gesagt, die Französinnen steigern sich. Allen voran hier Julia Simon, dann Chauveau, Arne Kleif mit der 11, hier mit der 2 Brezaz-Boucher und dahinter Lisa Vitozzi, auch die Italienerin mit 10 Treffern bislang, 8,2 Sekunden nur hinter Simon. Und Franziska Preuß kann sich jetzt gleich an Ingrid Landmark-Tandrevold orientieren, die dabei ist, Franziska jetzt zu überholen. Hat man gerade noch gesehen am Bildausschnitt. Da unten kommen sie daher, ganz zum Schluss, das gelbe Trikot. Ja. Glänzend und vorneweg das rote Trikot von Julia Simon. Dann können wir mal auf die Rückstände achten. Es ist etwas wärmer geworden hier, aber nach wie vor Top-Bedingungen für die beiden Rennen heute noch. Plus 5 Grad hatten wir mal vor dem Rennen. Lufttemperatur allerdings. Das muss sich auf den Schnee gar nicht groß auswirken. Franziska geht da mit, versucht auch die Frequenz von Tandrevold aufzunehmen. Macht sie da ganz gut in dem Anstieg. Elvira Öberg. Nach wie vor in Schlagdistanz, 10. Rang, hat aber schon 2 Fehler, 2 Strafrunden, also in den Knochen quasi, 300 Meter extra laufen müssen. Letzten 5 Rennen, Elvira Öberg 2-mal auf dem Podium gewesen. Nach dem Start in Östersund, du hast es angesprochen, da lief es gar nicht gut für die schwedische Mannschaft, ausgerechnet dann zum Saisonstart zu Hause. Ja, es war jetzt schön zu sehen, wie der Vorsprung von Julia Simon, der war so 10 Meter, auf einmal schmolzt er zusammen, dass die Athletinnen wieder direkt hintereinander laufen. Da ist eben auch die Taktik maßgebend. Immer offen, mit offenen Augen hinterherlaufen, schauen, wo kann ich Meter gut machen, die mich keine Kraft kosten. Ja, und mit eben in dieser Gruppe da vorne weg, die jetzt hier über diese Kuppe kommt, der Startnummer 18 da hinten im Bild, groß gewachsen, Tuuli Tomingas, vorhin mal angesprochen, aus Estland, 28 Jahre alt, 11. Rang im Sprint, ihre Saisonbestleistung hier gebracht. Hören wir mal kurz auf Christian Mehring. Sind nur 10 bis 20. Ja, gut so. Okay, schon auf geht's. Jawohl, da oben drüber ist wichtig. Genau, vielleicht noch mal kurz umstehen. Hopp. Also Tuuli Tomingas, um das noch mal zu sagen, 6. war der WM in Oberhof im Einzel. Und in diesem Jahr sehr, sehr konstant unterwegs. Da haben wir sie rechts neben dem roten Trikot von Julia Simon. Und heute wirklich auf Attacke, Sophie Chauveau, die hier neben ihrer Landsfrau läuft, mit an der Spitze heute.
Ja, Technikwechsel wieder bei Franziska Preuß ist wichtig, die Muskulatur nicht zu einseitig zu belasten. Auch wenn es mal nicht die Schokoladenseite ist, auf die man läuft. Wenn man ermüdet, ist man natürlich dazu geneigt, immer auf der Schokoladenseite zu laufen. Die ermüdet aber hier die linke Führhand in den Berg hineingeschoben. Na, hat knapp 3 Sekündchen verloren auf die Spitze, Franziska Preuß nach dem zweiten Schießen. Und Elvira Öberg, den Gesichtsausdruck von ihr kennen wir, immer kämpferisch unterwegs. Man meint immer, sie ist da kurz vorm Ende, aber weit gefehlt. Das ist eine Kämpferin par excellence. Ja, und wir versuchen mal irgendwo einen Blick vielleicht auf Mona Borson auch zu erhaschen. Wie es ihr ergangen ist, ob die noch im Rennen ist oder ob der Sturz dann am Ende so fatal war, dass sie aussteigen musste. Sie läuft noch. Mona Borson, 28. Platz. Im Augenblick 1,30 zurück mit einem Fehler nach dem zweiten Liegenschießen. Ja, aber es kostet natürlich wirklich brutal viel Zeit. Und da bist du froh, wenn nichts an der Waffe und am Material haben wir ja gesehen. Der Ski ist ja weggeflogen. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf das erste Schießen im stehenden Anschlag. Wie heißt so schön? Ein solches Rennen geht ja eigentlich erst richtig los mit dem Schießen im stehenden Anschlag. So ist es, die großen Champions, die großen Campionissima, ja. Wie heißen die Damen, ja? Die schaffen es eben hinten raus fehlerfrei zu schießen, schnell und fehlerfrei. Julien Simon ist ein par excellence in der letzten Saison. Was die am letzten Schießen oft gewonnen hat, das war schon bemerkenswert. Aber auch Franziska Preuß kann gut schießen, ja. Im stehenden Anschlag. Vanessa Vogt, keine Frage. Und vor allen Dingen Lisa Vitozzi. Ja, Jean-Paul Jacquinot, den wir da von Klasse der Französinnen gesehen haben. Er muss hier gleich 2 Athletinnen im Auge halten. Ja, und Julia Simon beginnt aber mit einem Fehler hier. 3 Französinnen da auf den Matten, 1 bis 3. Franziska Preuß jetzt auch da. Und sie macht sich auf den Weg in die Strafrunde. Présas Boucher, die ist jetzt die neue Führende. Chavot muss 2-mal in die Runde. Was macht Franziska Preuß? Vitozzi ist weg. Tantrevold, Strafrunde. Und Franziska Preuß. Ja, bravo. Auch diese Serie fehlerfrei. Schnell die Stöcke aufnehmen. Und los geht's. Und dann Vanessa Vogt. Persson, Elvira Öberg, auch alles getroffen. Jean Monod, Hanna Öberg, wird gut geschossen jetzt hier. Vanessa Vogt jetzt mit dem zweiten, ja. Fehler. Ah, schade. Damit wird sie hier rausgespült, weit nach hinten gedrückt, muss 2-mal in die Runde. Hettich Walz, erster Schusstreffer. Schießt schnell. Der letzte, muss er denn sein? Schade. Ja, in die Strafrunde also auch Hettich Walz. Und wir schauen, Justine Présas-Boucher, also die neue Führende. Lisa Vitozzi an 2, dann schon Franziska Preuß auf der dritten Position. 17,4 Sekunden zurück hinter Justine Présas-Boucher. Diese 3 da vorne jeweils mit 15 Treffern bislang. Julia Simon auf 4, 18,9 Sekunden zurück. Und selbst hier sieht man jetzt, ob des Sonnenlichts, die Treffer, sehr schön von Franziska Preuß. Da war überhaupt nichts Knappes. Es war eine sehr kontrollierte, souveräne Schießeinlage von Franziska Preuß. Ja, und Janina Hettich-Walz, hier kommt sie raus aus der Strafrunde. Saisonbestleistung in der Verfolgung mit diesem 8. Rang. Und Vanessa Vogt dann kurz dahinter, zurückgefallen jetzt auf 23 mit 1,33,1 Rückstand. Also das ist ja richtig missraten, wo wir eben ihre gute Quote nochmal hervorgehoben haben vor diesem Rennen. Die Fehler 7 und 8 in dieser Saison bei 125 Schuss. Immer noch eine tolle Quote, aber nicht in einem Rennen dann eben 2. Das ist wirklich bitter für Vanessa Vogt in dem Moment. Und sie hat sich die Führung zurückgeholt. Da hinten dann Lisa Vitozzi, 9,3 Sekunden sind das. Weitere 8 Sekunden dann dahinter Franziska Preuß. Und die hat Julia Simon am Skiende. Da unten kommen die beiden.
Simon dürfte schon überholt haben. Ja. Und Franziska wird sich versuchen, solange es geht, daran zu orientieren, ohne sich zu überarbeiten, zu überpacen, blau zu werden. Ah, jetzt gut zu erkennen, eben das rote Trikot vor der Startnummer 5, getragen von Franziska Preuß. Und da hinten drücken die Nächsten nach. Lynn Persson mit der 14, mit der 13 Hanna Öberg, das gelbe Trikot, Ingrid Landmark-Tandrevold. Die machen ordentlich Dampf und saugen sich da rein. Eine skandinavische Macht da hinten, bestehend aus den Norwegerinnen und den Schwedinnen natürlich. Die wollen jetzt mal so richtig angreifen. Aber Mädels, übertreibt nicht. Ihr müsst noch einmal stehen schießen. Und dann nochmal die letzte Runde hier rund. Und diesen Attacken muss sich da Franziska Preuß gleich erwehren. Sind schon ordentlich an sie rangelaufen. Und sie kann das Rennen hier momentan vorneweg bestreiten. Justine Bressas-Boucher, das wäre ein Ding. Auch das dritte Rennen hier in Lenzerheide zu gewinnen. Präsentiert sich wirklich sehr dynamisch, kraftvoll, läuferisch gut, schießt gut, passt. Ja, die Laufform stimmt und dann ist bei so einer klasse Athletin wie bei ihr es auch zwangsläufig, dass das Schießen leichter funktioniert. Die Belastung ist eben nicht ganz so hoch wie sonst und da trifft sie auch. Das ist schon enorm, die Form, die sie jetzt hat. Eine Frühform oder kann sie das so weiter führen den Winter über? Das muss man dann sehen. Ja, und hier nochmal schön zu sehen, den Stock greifen, sich die Athletin davor ein wenig vom Hals halten. Franziska Preuß, davor Julia Simon. Ja, kann durchaus gefährlich sein. Wir sehen das, die Stock, der Höhe des Stocks. Da kann man schon ordentlich getroffen werden. Das tut dann auch schön weh. Deshalb auch die Brillen zwangsläufig in so Massenstartrennen. Ohne Brille zu laufen ist fast fahrlässig. Denn es kann immer passieren, dass du einen Stock in so einer Situation ins Gesicht bekommst. Wollen wir nach gar nicht mal vom Auge reden. Ja. Den Anstieg, damit wir die Abfahrt nutzen. Genau, gut so. Und Schritt aufnehmen. Geht schon, auf geht's, Franzi, auf. Oh, jetzt wieder auf Zug geht. Ah, Lisa Vitozzi scheint mir auch nicht mehr die frischeste zu sein. Geht schon, ist verzerrt ein wenig aus der Perspektive. Ah, doch. Aber ich hatte den Eindruck auch in der Perspektive vorher, dass da die Lücke größer geworden ist als diese 9,3 Sekunden. Das können wir aber jetzt gleich verfolgen und sehen. Ist ja schon im Prinzip durch da unten, die 9,3 Sekunden. Also verliert hier ordentlich. 18,8 sind es jetzt. Elvira Öberg 23,3. Hat 4 Sekunden aufholen können. Alle sind sie vorbeigegangen hier an Franziska Preuß, die von 3 auf 8 zurückgefallen ist. Elvira Öberg, Persson, Simon, Hanna Öberg und Tandrevold. Ich denke schon, dass Franziska Preuß die Erfahrung hat mit ihren 29 Jahren und vielen, vielen Massenstartrennen, die sie ja liebt, dass sie hier nicht überpasst, dass sie genau weiß, ich darf da jetzt nicht mitlaufen, sonst habe ich beim letzten Schießen Probleme. Lieber schieße ich die Null und kann auf der letzten Runde, so ist jetzt die Theorie, dann nochmal mithalten oder gegenhalten. Ja, und zur Theorie, finde ich, gehört eben auch, dass sie aus der Krankheit kommt, dann diese Summe der Rennen vorher, die schon top waren von ihr und am Ende fehlt vielleicht auch das andere Körnchen. Ganz klar, nach einer Erkältung, nach Corona. Ja. Da bist du nicht innerhalb von einer Woche wieder fit. Man sagt, wenn man eine Erkältung hat, brauchst du tatsächlich bis zu 4 Wochen, bis du wieder in der vorherigen Form bist. Insofern hat sie ja hier alle überrascht quasi mit den Leistungen, die sie schon wieder auf die Spur gebracht hat. Franziska Preuß, wie ja insgesamt in dieser Saison es wirklich super läuft. So, jetzt. So, jetzt kommt die Entscheidung in diesem ersten Massenstartrennen der Saison. Wer beschert sich hier vor Weihnachten mit dem letzten Sieg? Unverändert hier das Bild am Schießstand. Dürfte von den Voraussetzungen her wenig Probleme geben. Ganz alleine steht sie hier. Und dann kommt da hinten die Verfolgergruppe Justine Bressas-Boucher.
Ganz sicher hat sie das hier erledigt. Da war nichts in der Nähe des Rands. Alles sauber ins Ziel gesetzt. Was machen die Verfolgerinnen? Wer geht aufs Podium? Julia Simon, ei, der Letzte geht daneben. Vitozzi Öberg, Persson muss auch in die Runde. Hanna Öberg ist weg. Jetzt auch Vitozzi, auch Tantra Wolt und Franziska Preuß. Ein letztes positives Riesen. Ja, bravo. Sehr gut. Auch da hat es nochmal funktioniert. 20 Schuss, 20 Treffer von Franziska Preuß. Aber da vorne ist der Zug so ein bisschen abgefahren. Presas Boucher führt 17,2 Sekunden dahinter. Hanna Öberg, dann Vitozzi, dann Elvira Öberg, Tantra Wolt, Franziska Preuß auf 6, 29,3 Sekunden sind das auf die führende Französin. Und bei Hanna Öberg ist so ein wenig der Knoten heute geplatzt. War ja nie zufrieden mit ihren Rennen heute. Zweimal null Fehler im stehenden Anschlag und jetzt nur 17,2 Sekunden zurück. Presas Boucher wird sie nicht einholen, aber den zweiten Platz, den kann sie verteidigen. Vor allen Dingen gegen Vitozzi, die ja schon etwas müde erschien. Hier wird Vitozzi überholt von, ja, von wem? Von Elvira Öberg. Genau, der Frau im blauen Trikot, ja, Hanna Öberg. Momentan 13. nur, in Anführungszeichen, im Gesamtweltcup. Zweimal war sie Sechste, aber eben noch nicht auf dem Podium. Und jetzt ist sie auf einem guten Weg, trotz ihrer zwei Fehler. Da vorne mittendrin, zwischen den Schützinnen, die alles getroffen haben. Presas Boucher und Vitozzi. Und wir haben gesehen, ganz kurz, Vanessa Vogt ist an den Schießstand gefahren. Trifft den Ersten im stehenden Anschlag, während Janina Hettich-Walz eine Strafrunde hat. Und hier haben wir Vanessa Vogt. Ja, bleibt bei der einen für Janina Hettich-Walz. Weitere Strafrunde also. Und Vanessa Vogt absolviert hier die letzten Schüsse nochmal sehr sauber ins Ziel. Und das ist der Kampf da vorne um die Podestplätze. Vitozzi ist überholt. Die beiden Öberg-Schwestern sind auf 2 und 3. Und das gelbe Trikot hängt dahinter. Vitozzi, da geht es ja darum, dass Ingrid Landmark-Tantrevold das selbstverständlich mitnehmen will. Über Weihnachten dieses gelbe Trikot. Ja, Justine Preissas-Boucher, die zweitstärkste Läuferin im Feld, aber eben mit einer der besten Schützinnen. Annemarie Lampic ist die schnellste, aber die trifft natürlich im Vergleich zu Preissas-Boucher kein Haus, wenn ich mal so despektierlich sein darf, denn sie hat schon 6 Fehler oder insgesamt 6 Fehler geschossen. Annemarie Lampic. Ja. Ah, das tut jetzt richtig weh hier, diese letzte Runde. 2,5 Kilometer, wenn die Positionen so sind, wie sie sind. Da weiß Ingrid Landmark-Tantrevold schon, dass die Messe gelesen ist, da ganz vorne. Franziska Preuß und da kommt Julia Simon da hinten dran. Und Juni Arnekleif, die starke junge Norwegerin. Die auch noch da in Sichtweite. Kämpferisch, Julia Simon. Sie wird vorbeigehen, das sieht man an Franziska Preuß. Wäre gut, wenn sich Franzi jetzt hier so weit motivieren könnte, mit Julia Simon mitzulaufen, dass Arnekleif hier keine Chance mehr hat. Dann wäre es wieder ein Platz, ein Top-8-Platz. Und Justine Presas-Boucher auf dem Weg hier, wirklich dieses dritte Rennen auch in Lenzerheide zu gewinnen. Und das ist der Kampf der beiden Schwestern. Die Attacke von Elvira gegen Hanna. Zieht hier über die Kuppe und setzt sich erstmal davor. Da geht Hanna Öberg natürlich direkt hinten dran. Und da wird es noch ein taktisches Spielchen geben. Die kennen sich natürlich sehr, sehr genau. Und hier vorne, da sieht man schön den Abstand in der Perspektive zu Justine Presas-Boucher. Und dann hinten im Hintergrund die weiteren Verfolgerinnen. Bin gespannt, wie die zwei dann ins Ziel laufen. Also ich würde mit meiner Schwester Hand in Hand ins Ziel laufen. Aber ob die das machen, das sei dahingestellt. Ja, es sieht gerade so aus, als würde Elvira so ein bisschen davonkommen. Ganz wenig, 1-2 Meterchen. Jetzt kämpft Hanna sich wieder ran. Ja, und Ingrid Landmark-Tantrevold, die müsste hier Dritte werden, um das gelbe Trikot behalten zu können. Justine Presas-Boucher, es gibt ja für jeden Sieg 90 Punkte. Wird also dann hier 180 Punkte eingesammelt haben in dieser Woche und sich das gelbe Trikot holen.
Das wird sie sich nicht nehmen lassen, oder? Schauen wir mal, die holen auf alle Fälle. Also sie haben schon einiges aufgeholt, aber ich glaube nicht, dass das reicht. Wir haben jetzt noch diese Abfahrt. Nein, keine Chance. 17,2 Sekunden waren es, beziehungsweise 22,6. Ja, jetzt sind es nur noch 8,3. Ja. Aber auch diese Aufholjagd kostet natürlich Kraft. Und da haben wir Franziska Preuß, die kämpft nach wie vor. Aber hinter ihr, Juni Arnekleif, die da noch nicht an der Deutschen vorbeigekommen ist. Und wer ist da dahinter? Sophie Chauveau. Mensch, Franzi, komm, gib Gas. Du hast es gleich geschafft. Die war aber 20 Sekunden hinten dran. Jetzt ist Arnekleif vorbeigegangen an dieser Stelle. Damit Franziska Preuß auf Position 8, aber wiederum und das hier ein Top-10-Ergebnis für sie werden. Und Justine Bressas-Boucher in der tiefen Hocke lässt es laufen hier. Und jetzt nochmal rum um diese Kurve da. Und Elvira Öberg hat sich absetzen können von ihrer älteren Schwester Hanna. Und zwar deutlich. So, jetzt auch für sie hier rum. Und das ist der Triumph von Justine Bressas-Boucher. Kurz rumschauen, es ist Platz genug zu jubeln, sich zu bedanken beim Publikum. 3 Starts, 3 Siege, welch eine Woche für die junge Mama, für Justine Bressas-Boucher. Elvira Öberg hat gekämpft und hat ihre Schwester am Ende bezwungen. Die dritte wird, beide jeweils mit 2 Strafrunden belastet. Justine Bressas-Boucher hat ja alles getroffen, schnappt sich hier das gelbe Trikot von Ingrid Landmark-Tandrevold, die da reinkommt im Zielspurt noch mit Lisa Vitozzi, die sie besiegt hat. Wenn ich es richtig sehe, na, Vitozzi bleibt vorne. Und Franziska Preuß hat sich nochmal Juni Arnekleif vorgenommen, hatte sie da kurz überholt und kämpft jetzt um den 7. Platz. Da gibt es noch einen Sprint und Gina vorne. Simon 7, da gibt es ein Fotofinish mit Arnekleif. Also da hat sich Franziska Preuß nochmal richtig dagegen gestemmt, gegen die Attacke der jungen Norwegerin auf den letzten Metern hier. Tolles Rennen, auch dieses Massenstartrennen wieder bei den Frauen. Sophie Chauveau, erste Top-10-Platzierung in dieser Saison. 3 Französinnen also unter den besten 10, die 2 Schwedinnen auf 2 und 3. Und Franziska Preuß erneut mit einer Top-Platzierung auf Rang 7. Lynn Persson schnappt sich den letzten Top-10-Platz. Dann Tomingas, Knotten, Irvine und wir schauen mal, wo Janina Hettich-Walz landet und Vanessa Vogt. 21 und 23 im Augenblick. Ja, Lucia Monod, wie angetextet. 2 Rennen gewonnen, dann Corona gehabt. Die Rennen hier zu Beginn der Woche ausgelassen. Reingekommen wieder hier mit einem Fehler am Ende, Rang 14. Aber es ist eben auch so, dass es ja einfach Punkte gibt. Und zwar für alle, die hier mittun. Und insofern Lucia Monod dann eben auch mit einer ganz guten Ernte am Ende noch. Und Vanessa Vogt wird nicht zufrieden sein, ganz klar. Vor allen Dingen nicht mit diesen beiden Fehlern, die sie sich da geleistet hat. Ein 21. Rang ist nicht das, was sie sich vorstellt und was sie in dieser Saison ja schon gezeigt hat. Zweimal schon auf dem Podium gewesen. In Östersund im Einzel und in der Verfolgung jeweils Dritte gewesen. Und dann geht es auch für Janina Hettich-Walz rund um diese Kurve. Gut gemeistert und dann Richtung Ziel. Und dann ist dieses erste Trimester für die deutschen Athletinnen beendet, das ja ein sehr erfolgreiches war. In den Einzelrennen zwar ohne Sieg, aber 4-mal auf dem Podest schon und das auch noch mit der Staffel dazu. Also 5 Podestplätze insgesamt. 2-mal Franziska Preuß, 2-mal Vanessa Vogt. Das kann sich sehen lassen. Durchaus. Sie können zufrieden sein, beruhigt in die Weihnachtspause gehen und sich neu vorbereiten für die Aufgaben im Januar, für die 3 großen Weltcups Oberhof, Ruppolding und Antholz. Das ist das Ergebnis, also Justine Bressas-Boucher, makellos am Schießstand, tolle Laufform, 3 Starts, 3 Siege, Elvira Öberg aus Schweden auf Rang 2, Hanna Öberg
auf 3, Lisa Vitozzi an 4 und Franziska Preuß als beste Deutsche auf dem 7. Rang für Justine Bressas-Boucher. Der 7. Weltcupsieg insgesamt und die anderen Platzierungen haben wir Ihnen genannt. Vanessa Vogt auf 21, Janina Hettich-Walz am Ende auf 23. Alex.